Servus, ich bin der Ferdinand Ferdl-Tille, 33, jetzt in der 7. Saison in Herrsching und spiele Libero. Heute erfahrt ihr ein bisschen was über mein Leben, wie ich so ticke und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ja, Volleyball habe ich eigentlich angefangen, da war ich wahrscheinlich noch kein Jahr alt. Hab da schon bei meinen Eltern in der Halle mit zugeschaut, war in Käfigen, damit die Bälle mich nicht abschießen. Hab da schon die erste Hallenluft geschnuppert und dann irgendwann über Fußball, Leichtathletik, bin ich doch wieder zurück zum Volleyball gekommen, hab dann angefangen in Mühldorf unter meinem Vater zu trainieren, wie dann auch meine Brüder, die später auch noch beide erste Liga gespielt haben oder spielen. Und dann hat sich das immer so weitergegeben, war dann im Internat in Kempfenhausen, wollte immer Beachvolleyball-Profi werden. Das hat dann nicht funktioniert, weil ich zu klein war und zu schmächtig. Wurde dann praktisch für mich entschieden, dass ich Libero bin oder werde. Und hatte dann die Chance, mit 17 nach Unterhaching zu gehen und da eigentlich von Anfang an zu spielen. Und habe dann da 6,5 Saisons gespielt, bin dann nach Frankreich gegangen. War wieder ein Jahr in Unterhaching, bin dann nach Polen. Und dann hatte ich gar nicht mehr so viel Lust auf Volleyball, weil mir das einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Bin dann nach Herrsching gegangen, weil mich der Patrick Schorwald damals auch gefragt hat. Er wollte auch zurück nach München. Ich fand München auch gut. Ich mir gedacht, ich schaue mir das mal ein Jahr an. Beende dann praktisch meine Karriere. Hat sich dann ein bisschen anders ergeben. Wie gesagt, das 7. Jahr jetzt hier macht immer noch mega Spaß. Und die ganze Entwicklung, die der Verein auch genommen hat, fand ich super spannend, da ein Teil davon zu sein. Und wie professionell das jetzt auch alles geworden ist, deswegen ja, hoffe ich, dass dann auch noch ein paar Jährchen dazukommen. Fühle mich immer noch sehr, sehr jung und munter und körperlich fit, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte mein erstes Länderspiel am 20. Juni 2008, das kann ich mir noch mal sehr gut merken. Ich habe da noch ein Trikot zu Hause, wo alle unterschrieben haben, seitdem sind 164 noch dazugekommen. Habe da sehr, sehr lange für Deutschland gespielt, sehr, sehr gerne, aber habe dann auch irgendwann nach der zweiten verpassten Olympia-Quali gemerkt, dass es mir nicht mehr so viel gibt, dass ich auch gerne mehr Zeit mit meiner Freundin, meiner Familie verbringen möchte im Sommer und genieße das seitdem auch die letzten 5 Jahre, eigentlich die Sommer frei zu haben. Nichtsdestotrotz waren die Erfolge auch mit der Nationalmannschaft sehr, sehr cool und auch das mit den Jungs immer im Sommer rumzureisen, gegen andere Nationalmannschaften zu spielen, hat mich sehr, sehr viel gelehrt, hat mir sehr viel Spaß gemacht und natürlich wäre ich immer noch gerne bei Olympia einmal dabei gewesen, aber ich denke, dass da jetzt der Zug abgefahren ist. Habe sonst EMs gespielt, WMs gespielt, europäische Spiele gespielt, die Weltliga gespielt. Also ich habe sonst eigentlich alles gespielt, was man spielen kann als Volleyballer, nur halt Olympia nicht. Und das hatte ich damals schon zu meiner Mama gesagt als Kind, dass ich da gerne mal dabei sein möchte. Und da hat sie mich noch leicht ausgelacht. Ich war immer kurz davor, deswegen denke ich schon, dass ich da zufrieden sein kann. Aber ja, es war immer ein großer Traum, der wahrscheinlich geplatzt ist. Aber ich kann trotzdem sehr, sehr zufrieden sein, was ich bis jetzt erreicht habe. Und jetzt wäre natürlich noch so als Sahnehäubchen noch, jetzt nicht sagen Titel mit Herrsching, aber mal um den Titel mitzuspielen oder kurz davor zu sein, wäre sehr, sehr schön. Ja, zu dieser Saison kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Ich hoffe, dass wir jetzt noch in einer guten Ausgangssituation in die Zwischenrunde gehen und da uns dann einspielen für die Playoffs. Wieder leider im Pokal-Halbfinale sehr knapp verloren. Das ist jetzt, glaube ich, mein 5. Mal gewesen. Das wäre natürlich schon nochmal ein Riesentraum, einfach mit Herrsching da ins Pokalfinale zu kommen. Aber natürlich auch, wenn wir in der Meisterschaft endlich mal ins Halbfinale kommen, das wird dieses Jahr sehr, sehr schwer mal wieder. Aber ich glaube, wenn wir alle topfit sind und alle Spieler wieder an Bord haben, dass wir auch eine Chance haben. Vor allem in so einer Saison wie dieser, wo man auch nie weiß, wer spielt, wer kann nicht spielen, wer kommt aus einer Krankheit, wer kommt aus einer Verletzung. Deswegen, da ist noch sehr, sehr viel möglich, aber bis jetzt kann ich noch nicht hundertprozentig zufrieden sein mit der Saison und hoffe einfach, dass jetzt die letzten 3-4 Monate da noch mal ein bisschen was Besseres draus rauskommt als die letzten Monate. Ja, Hobbys habe ich einige, leider nicht genug Zeit dafür, da das Volleyball ja schon noch relativ zeitintensiv ist. Erster Linie bin ich jetzt Papa geworden vor einem knappen Jahr. Das macht mir super Spaß. Ich habe meinen Master gemacht, letztes Jahr beendet. Bin jetzt so ein bisschen auf der Suche, in der Findungsphase, wie es weitergehen soll, auch beruflich irgendwann mal. Aber sonst, wenn ich mal freie Zeit habe, baue ich gerne irgendwelche Sachen aus Holz. Auch für Kinder, für unseren Sohn, für uns selber. Hoffentlich irgendwann mal ein Haus.
da irgendwas renovieren oder ausbauen. Also viel mit den Händen einfach, weil ich ja nicht so gerne vor dem Computer sitze, wenn ich nicht da arbeiten muss. Sonst gehe ich gerne spazieren in die Berge, spiele sehr gerne Fußball, was ich jetzt leider ein bisschen zu kurz gekommen ist die letzten Jahre. Aber ich hoffe mal, dass das auch im Sommer vielleicht wieder ein bisschen mehr geht. Und ja, eigentlich muss immer was Rundes dabei sein, dann macht es mir auch Spaß. Ja, ich muss sagen, die Region hier ist der Wahnsinn. Ich liebe die Seen, ich liebe die Sonnenuntergänge am See, auch mal mit einem kühlen, alkoholfreien Weißbier. Ich wäre gerne noch öfters hier. Ich wohne ja in München, aber schlussendlich, also gefällt mir immer wieder sehr gut hier. Würde auch gerne in die Region hier ziehen. Herrsching hat einfach ja, so ein gewisses Flair, das halt viele andere Städte, finde ich, nicht haben in Deutschland. Und auch mit dem See und allem, also das ist echt schön. Man sieht die Berge, wenn das Wetter schön ist. Also wenn man dann im Wasser schwimmt und die Berge sieht, das ist, da kann man wirklich alles vergessen und einfach nur mal kurz mit sich alleine sein. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. In meiner freien Zeit koche ich dann auch hin und wieder sehr, sehr gerne, wenn ich wirklich die Zeit auch nutze. Also ich koche dann auch gerne länger. In letzter Zeit war es eher mehr Babybrei und andere Sachen, das aber auch Spaß macht, weil man auch experimentieren kann. Ohne Gewürze, das ist auch mal interessant. Wir waren heute wieder nach dem Spiel in der Post essen oder auch früher war ich jeden Abend mit meinen Eltern oder nach jedem Spiel in der Post und diese Geselligkeit hier, und das hat mir einfach gefallen. Leider geht es natürlich gerade nicht, aber auch heute habe ich wieder Apfelküchel bekommen. Meine Lieblingsnachspeise, deswegen bin ich immer gerne hier. Hoffe, dass es auch irgendwann wieder nach dem Spiel möglich ist, dass wir einfach auch als Mannschaft wieder hergehen können und als Familie, aber das geht mir schon ein bisschen ab. Wenn ich auf dem Feld mal sehr, sehr impulsiv bin ich als, ich sag mal, normaler Mensch zu Hause eher zurückhaltend, ruhig und nicht so aggressiv, emotional wie auf dem Feld, da bin ich. Das ist eine andere Person. Da ihr jetzt gesehen oder gehört habt, was ich so gerne mache, und wenn ihr da mehr wissen wollt, ich bin jetzt seit knapp 6 Wochen auch auf Instagram tätig. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr einfach mal reinschaut. Wenn es Spaß macht, könnt ihr gerne folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Spiel. Ciao.